Diese Demos, dass da Leute angesteckt werden, aber man geht davon aus, weil die überhaupt total drauf scheißen, auf alle Vorsichtsmaßnahmen und sich die ganze Zeit gegenseitig anstecken, ist eigentlich klar. Wir sollten auch den Krankenschwestern und Krankenpflegern endlich mal gedenken. Weil sie leisten gerade eine Arbeit, die verdammt wichtig ist. Und die ist für uns, für alle wichtig. Wir demonstrieren auch gegen die, weil die mit Nazis marschieren. Und nicht nur mit irgendwelchen, sondern mit NSU, Combat 18, Nordkreuz. Die krasseste Abschaum ist da am Start, wenn die demonstrieren. Und die checken das nicht, leugnen das. Nazi-Leugnerinnen. Außerdem machen die irgendwie mit ihren paranoiden Vorstellungen jede Kritik an diesem System und an dem Staat, die bestimmt legitim wäre, lächerlich. Oder sie sagen, wir sind alles Lügner und es gibt Corona nicht. Aber wo, um Gottes Willen, kommen denn diese ganzen Toten und die ganzen Kranken her? Wo kommen denn die alle plötzlich her? Fallen die vom Himmel? Nein! Dieses Virus existiert. Das müssen wir den Leuten nur noch mal deutlicher klar machen. Aber jetzt mittlerweile merkt man ja auch, dass von den Querdenkern sich Leute anstecken an dieses Virus. Ihren übertriebenen Verschwörungstheorien, das ist struktureller Antisemitismus. Sie sagen das nicht so direkt, aber sie deuten immer in die Richtung Amerika, Israel. Das ist einfach richtig gefährlich und sowas sollte man in Deutschland vor allem gar nicht mehr äußern. Und das kann man auch keinen zumuten. Das soll auch keiner bekommen. Aber diejenigen, die es jetzt bekommen, denen sollten wir auch Genesung wünschen. Wünschen, dass sie wieder gesund werden und dass sie wieder komplett funktionieren. Das kann nämlich auch noch bleibende Schäden verursachen. Und das kann man keinen wünschen. Richtig zum Kotzen ist auch, dass sie sich vergleichen mit WiderstandskämpferInnen wie Hannah Arendt, Rosa Luxemburg, Sophie Scholl. Das geht gar nicht.